Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eines DRF-Interviews, diesmal wieder mit der wöchentlichen Zwermann-Analyse. Gut was los am Markt, denn anscheinend hat man es in den USA nicht so eilig mit der Zinserhöhung. Was heißt das jetzt für die Märkte? Dazu begrüße ich ganz herzlich bei mir an der Börse Chris Zwermann von Zwermann Financial. Ja, wunderschönen guten Tag. Ja, Herr Zwermann, ich habe es schon anklingen lassen. Janet Yellen hat ja eigentlich anklingen lassen, dass man es nicht wirklich eilig hat. Also man bleibt geduldig, was die Zinswende angeht. Das müsste die Märkte begeistern, oder? Ja, sie hat eigentlich im Grunde genommen gesagt, also selbst wenn wir den Wortlaut verändern demnächst, dann muss das nicht bedeuten, dass wir die nächsten Zinsanhebungen schon vornehmen, sondern das kann also auch noch einige Sitzungen dauern. Und da ja nicht so viele Sitzungen im Jahr sind, muss man sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit nach hat sie eigentlich schon den Sommer ausgeschlossen als Zinsanhebung, sondern geht eigentlich schon eher in den Herbst hinein, vielleicht nicht noch ein Stückchen weiter. Von der Seite her ist das natürlich Luft holen für die Märkte. Das bedeutet, der Dollar geht nicht sehr viel fester. Ist natürlich auch etwas, wo nicht sehr viel Carry zurückgeführt wird. Also die amerikanischen Zinsen reagieren ein Stückchen in die Gegenrichtung. Das heißt, sie fallen etwas. Also von der Seite her, das Umfeld hält sich noch mehr auf, fast schon für die Aktienmärkte. Also von der Seite wird es einem schon ein bisschen unheimlich, wenn man sieht, wo die Aktienmärkte der Welt dann im Moment auch in so Ausbruchstellen stehen. Das ist genau die Frage, die ich mir bei Ihnen immer stelle. Ab wann wird es Ihnen unheimlich? Wenn wir jetzt auch mal hier auf den Kurs DAX blicken, also zuerst jetzt mal auf den Kurs DAX. Was sind dann jetzt die neuen Ziele? Also wo könnte es Ihnen jetzt hintreiben? Ja, der Kurs DAX, wie wir sehen, das ist ja ein Wochenchart hier, das sind alles weiße Wochen sozusagen. Und wir haben den Ausbruch bei 5.200 gemacht. Das heißt, das Ziel ist bei 6.080. Das sind etwa die Höhe von dem Jahr 2000. Das heißt, dann wären wir erst im DAX generell bei neuen Allzeithochs, weil der Performance DAX das ja doch ein bisschen verfälscht. Also das heißt, 6% Luft wären hier noch, um dort an dieses Ziel zu kommen. Das ist also die derzeitige Situation im DAX, also im Kurs DAX, was natürlich auch dem eigentlichen DAX dann in etwa entspricht, wenn man dort die technischen Ziele nimmt. Aber schauen wir uns den DAX in der Performance-Variante auch an. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass Janet Yellen hat quasi die Stimmung noch weiter aufgehellt, als sie ohnehin schon ist. Also wird es Ihnen da jetzt schon ein bisschen mulmig? Ja, ich würde sagen, was mir im Moment, sagen wir mal, ein bisschen unheimlich wird, ist, dass sehr, sehr viele Aktienmärkte auf der Welt gut aussehen. Das heißt also, wir kommen in so eine Gesamtrallye fast rein, also auch die, die so Nachzügler waren. Aber beim DAX selbst, der ist ja der gewesen, der vorgelaufen ist. Und hier ist natürlich immer wieder die Erwartung da, kommt es mal zurück, kommt es mal zurück. Wenn jetzt die ganze Welt hinterher schiebt, kommt es natürlich in dem Moment nicht zurück. Und wir haben natürlich auch mit Griechenland, was jetzt erstmal auch verschoben ist, also wir verschieben ja im Moment sehr viele Sachen, und natürlich auch Ukraine, was jetzt auch etwas Entspannung hat, aber auch wieder etwas verschoben ist, würde ich sagen, Zielgröße auch hier etwa 6% höher, 11.850, was aber eigentlich schon, seitdem es hier ausgebrochen ist, die Zielgröße ist. Ja. Also es muss nicht unbedingt korrigieren, aber es ist halt immer wieder das Problem, wenn es dann plötzlich korrigieren würde, wird es schwieriger. Ja. Deswegen muss man so ein bisschen Orientierungspunkte finden. Orientierungspunkte ist die Frage, wie sehen die immer aus? Wenn wir uns hier den Tageschart anschauen, da sehen wir hier schon so eine Keilformation. Die heißt jetzt nicht unbedingt was Gutes, oder? Ja, die mag der Markt eigentlich nicht so sehr. Ne? Keilformationen heißen immer Umkehr oder Korrektur oder so etwas. Aber auch hier sehen wir diesen Ausbruch etwa da. Wenn wir da nach oben rausgehen, so 11.350, 380 wäre die Zielgröße, dann wären wir am Ende des Keils. Kann also auch gut passieren, da wir hier auch so in fünf Wellen hochlaufen, dass wir von dort ein Stück korrigieren und dann weitergehen. Also heißt, ich würde sagen, wenn wir bei 11.350 sind, gibt es da also erstmal wahrscheinlich doch ein bisschen Korrektur. Man muss immer sehen, 200-Tages-Linie ist bei 9.740, also ein ganzes Stück weg. Jetzt schauen wir auf einen weiteren Markt. Jetzt haben wir uns jetzt eher auf Deutschland fokussiert. Wie sieht es in Österreich aus? Ja, Nachbarland Österreich sieht es natürlich im Moment sehr gut aus, also keine Frage. Ich habe mir auch die Einzelaktien angesehen. Es gibt wirklich 5, 6, 7 Werte, die gerade im Moment am Ausbrechen sind. Und wir sehen hier, der ATX ist wirklich auf Aufholjagd. Das ist jetzt nur der Februar. Also bei 3.060 etwa ist das Ziel aus dieser Welle. Das heißt, da ist noch ein bisschen mehr Luft von der Zielgröße her, als es beim DAX wäre. Also ich habe mal letzte Woche davon gesprochen, dass es gut sein könnte, dass der ATX den DAX vielleicht noch mal einholt oder überholt.
Schauen wir weiter auf den FTSE. Was hat sich da seit letzter Woche getan? Ja, neuer Ausbruch in Großbritannien. Und das ist wesentlich. Da sind sehr viele Rohstoffwerte auch dabei oder so auch Ölwerte. Das heißt also von der Seite her Zykliker, die eine Möglichkeit haben, hier intensiver anzusteigen. Auch da ist das Potenzial etwas größer als beim DAX. 7.700 als Zielgröße, wo wir jetzt gerade hier an die 7.000 ranlaufen. Also 200-Tage-Linie gerade erst übersprungen, wo wir beim DAX im Grunde genommen ein ganzes Stück weg sind. Also Großbritannien mit Sicherheit hier auch mit einem etwas festeren Pfund gute Möglichkeit, dass es weitergeht. Gute Möglichkeiten. Wie sieht es da in Indonesien aus? Haben Sie uns auch einen Chart mitgebracht? Ja, gehen wir nach Asien, um die Welt zu kommen. Auch gerade frisch ausgebrochen. Da ist es so, dass letzte Woche die Zinsen gesenkt wurden, wo noch mehr Potenzial nach unten hin da ist. Und von der Seite her hier Zielgröße 6.700, von jetzt ungefähr 5.450. Also da auch sehr viel mehr möglich. Haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber noch ein paar Charts übrig. Schauen wir eben nach Chile und was hat das hier mit dem Kupfer auf sich? Ja, also wir sehen, Chile läuft sehr parallel zum Kupferpreis. Der Kupferpreis dreht zurzeit um und der IPCA in Chile ist hier schon ausgebrochen. Wenn man jetzt auf einem näheren Chart aussehen würde, ist das Ziel viel höher. Also in Südamerika im Moment der beste Wert. Mhm. Jetzt haben wir am Anfang schon vom Dollar gesprochen. Jetzt haben wir hier den Dollar zum Yen. Was bedeuten Yellens Worte jetzt auch hier? Ja, wir sehen, dass gestern der Dollar allgemein ein bisschen runterkam. Weniger Zinsanhebung. USA und diese kleine Fahnenstange hier ist der gestrige Tag, deswegen will ich es auch zeigen. Und insgesamt hat der Dollar-Yen sich halt bis 120, 30 etwa genügend erholt, könnte man sagen. Wenn wir hier unter die 118 fallen, gehen wir in Richtung 115. Ich zeige das deshalb, weil Dollar-Yen im Moment auch in dem Anstieg so ein bisschen Treiber auch für den amerikanischen Markt war, aber auch für den Nikkei von der Seite her. Dollar-Yen etwas beobachten, unter 118 wird es ein bisschen gefährlich für die Märkte auf der Seite. Also gefährlich für die Märkte, aber so richtig mulmig, habe ich rausgehört, ist Ihnen noch nicht, aber auf jeden Fall nein, muss auch nicht sein. Ja. Herr Zwermann, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, also Herr Zwermann bleibt ein bisschen wachsam, Frau Yellen bleibt etwas geduldig im Moment und die ganze Sendung natürlich jederzeit auch nochmal unter www.drf.fm. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.